So, willkommen zu einem neuen Lost Place Video. Hier befinden wir uns aktuell, wie man schwer erkennen kann, in einem Wald. Dieser Wald befindet sich nordwestlich von Taucha bei Leipzig. Und ja, dadurch, dass es hier in dem Sinne Spazierfußwege sind und man tatsächlich an diesen Lost Places vorbeikommt, kann ich auch ohne Gewissen halt diese Location nennen. Ich werde jetzt hier das Video in mehreren Abschnitten, sage ich mal, posten, weil in diesem Wald verstecken sich viele Ruinen, die man auf diesem Weg erstmal finden muss. Das Ganze, was man hier findet, sind Reste von mitteldeutschen Motorenwerke. Und ja, ich möchte euch in diesem Video einmal zeigen, was man hier im Wald so alles finden kann. Vielleicht auch anregen, selber mal durch den Wald zu gehen und das selber zu erkunden, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch in diesem Video auch zeigen, was man so finden kann. Deswegen wird es hier mehrere Cuts geben. Ja, fangen wir auch schon an. Solche Ruinenreste, wo man Krater vielleicht, wo Bomben mal abgeworfen wurden und dann mit Müllresten und Steinresten und Gebäuderesten finden wir häufiger. Und ja, zeigt dann zumindest auf jeden Fall, dass hier viel Struktur existiert im Wald. Das findet man ja überall verteilt, so ein bisschen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Müll haben wir leider aber auch hier jede Menge. Und ja, es ist auf jeden Fall ein gern gesehener Spaziergang, der hier durchgeführt wird. Da hinten sehe ich auch schon etwas mehr Struktur. Da werden wir auch gleich einmal lang gehen und uns das genauer anschauen. Durch den Wald fließt unter anderem der Lösegraben, an dem wir uns jetzt gerade befinden. Und da gibt es dann halt auch Wege entlang. Ich werde dann noch bei den Aufnahmen ein bisschen gucken müssen, da hier halt auch viele Leute rumlaufen, dass ich die nicht aus Versehen mitfilme. So, da hinten haben wir auf jeden Fall ein bisschen Struktur. Ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt, da selber hinzugehen. Da sieht man Mauerreste. Mein Ziel ist aber auf jeden Fall erstmal jetzt hier den Weg entlang und zu dem Punkt hinzugehen, wo ich gerade hingehen wollte. Hier haben wir übrigens auch nochmal haufenweise Reste von Beton. Wofür auch immer die gut waren. Dann schauen wir mal, was wir da haben. Ich bin tatsächlich hier durch diesen Wald auch schon 2-3 Mal durchgegangen mit meiner Frau zusammen, aber einfach so auch zum Spazieren und auch so zum Voranschauen. Und habe mir aber gedacht, es ist eigentlich ganz schön, das auch mal euch zu zeigen. Hier sieht man auch an den Wegesrändern noch die Reste. Da hinten sieht man auch noch viel liegen, aufgehäufte Berge, Schuttreste. Es gibt hier wirklich viel zu sehen, was ich finde sehr spannend ist. Hier haben wir dann auch vertiefte Gänge, würde ich jetzt mal sagen. Waren vielleicht auch mal Kammern. Wie man hier sieht, sind einige Gänge, die dann durchgehen. Und das war, glaube ich, das, was wir von hinten auch gesehen hatten. Mal schauen, was ist hier, ob man da hinten. Also ganz durch den Wald laufen will ich jetzt auch nicht. Krepeln. Das ist jetzt gerade die Saison, wo natürlich sehr viele Insekten und Zecken und was nicht alles durch die Gegend läuft. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und hier haben wir auch Mauerreste. Genau, und hier sieht man überall, so als wenn Graben, Gänge
entlang gingen. Schwer zu sagen, aber hier ist auf jeden Fall ja sowas wie eine Mauer, was wie ein Abschnitt. Wo auf jeden Fall noch viel Metall raushängt. Ein Wunder, dass man das noch nicht geklaut hat. Ja, und da hinten sehen wir auch haufenweise Reste von Gesteinen. Ich werde mal gucken, ob ich da vielleicht dann doch noch mal hingehe. Und ganz viele aufgehäufte Hügel. Aber da schauen wir dann gleich noch mal vorbei. Wenn ich auch etwas besondere Struktur finden kann, lasse ich vielleicht auch die Alice-Box dann noch mal immer zeitweise mitlaufen. Aber so werde ich jetzt mich erstmal nur auf das Finden dieser Strukturen beschränken, die hier im Wald versteckt sind. So kann man es auch fast schon sagen. Ja, überall Mauerreste. Genau, mal gucken, da gehe ich vielleicht lang, vielleicht gehe ich auch da lang, das weiß ich noch nicht, muss ich gleich mal prüfen. Vielleicht sollte ich doch die Kamera laufen lassen, weil gerade ist da hinten ein Ast vom Baum runtergefallen und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, hier lang zu gehen, da ich da schon wieder Struktur gesehen habe. Hier sieht man noch Verkabelung. Plastik, aber auch Spraydosen, Gläser, auch Fundamentreste, so wie das scheint. So, hier geht ein Weg lang, da gucken wir mal kurz lang. Eigentlich geht es hier nicht weiter, also nicht da, wo ich lang gehen möchte, aber vielleicht kann man noch etwas finden. Ja, hier sieht man auf jeden Fall diese Gänge wieder. Oder ich würde wirklich stark vermuten, dass es Gänge sind. Da unten haben wir einen alten, einen Rest von einem alten Krugtopf. Milchkanne eventuell. Und man sieht hier in diesen Gängen teilweise halt auch überall Ziegelsteine noch und Steine drin. Deswegen meine Vermutung umso näher liegt, dass da wirklich das Gänge mal waren. Unter anderem sollen hier wohl auch Bunkeranlagen gewesen sein. Muss man mal schauen. Oh, es war gut hier lang zu gehen. Wir scheinen hier auf jeden Fall ein großes Gelände zu haben von alten Häusern. Daneben haben wir dann auch die Straße, Auto gerade lang. Aber ich werde jetzt hier mal die Alice-Box anmachen. Und dann gehen wir mal hier ein bisschen durch, gucken, was wir mal hier so finden können, weil so ein bisschen lang gehen können wir. Gucken, was sie so ausspuckt. Also ich hoffe wirklich, dass ich hier nichts Zeckenartiges davon tragen werde. Aber hier sind auch haufenweise Mücken, sehe ich gerade. Da muss ich definitiv mal schauen. Ich habe übrigens ja wieder meinen Flugmodus an. Von daher, außer vielleicht die Strahlung vom Ort in der Nähe oder von den Autos, sollte nichts hier rüberkommen. Glücklich. Ja, glücklich. Hab mich gerade von der Hummel erschreckt.
die natürlich jetzt zu dieser Jahreszeit viel rumfliegen. Und man sieht auf jeden Fall, ja, besondere Steinanhäufungen, die überall sind. Und weiter, ja, Mauerreste, dass hier definitiv Gebäude standen. Glücklich, ob ich glücklich bin, ist jetzt die Frage. Rindfleisch. Rindfleisch. Niemals. Niemals Rindfleisch. Okay. Also vegan bin ich jetzt nicht. Oder vegetarisch. Aber okay. Niemals Rindfleisch. Also hier sieht man wirklich ganz gut diese Gänge. Hier hat man auch noch Verkabelungen dran, die dran geblieben sind. Beschäftigt. Beschäftigt. Nachher. Nachher beschäftigt. Ja, das könnte gut sein. Einkaufen steht nachher noch auf dem Plan. Auch, also hier war definitiv mal, die Frage ist nur, warum hier solche Steinhaufen liegen, ob die eine besondere Bedeutung hatten, weil zum Teil man ja diese Struktur an sich sieht und dann sieht man halt diese Gänge und diese Steinhaufen, wobei man hier auch schon erkennt, dass da eine Plattform ist, als wenn das nachträglich irgendwie noch draufgesetzt wurde. Schwer zu sagen. Aufpassen. Metall ist auf jeden Fall hier viel am Boden. Und hier haben wir jetzt auch wieder eine Fläche, auf der man laufen kann. Gasse. Gasse. Ja, vielleicht auch eine Gasse, ja. Hier ist befestigter Boden. Und man hat hier dann dementsprechend diese ganzen Gänge. Das sind wahrscheinlich, so wie das hier angehäuft ist, könnte es sein, dass das halt tatsächlich die, ja, Mauerreste sind von dem Ganzen. Klassisch. Diese Mauerreste, wo ursprünglich die Gebäude oder Einrichtungen standen. Und die Gänge sind tatsächlich die Gänge, die noch übrig waren oder wie sie halt ursprünglich waren. Gucken, wie weit wir uns das hier anschauen können. Aber so weit will ich denn jetzt auch nicht da hinten durch. Auf jeden Fall, ja. Hier war ich tatsächlich auch noch nicht. Weil durch die Äste möchte ich mich jetzt nicht durchkrabbeln. Schauen wir mal. Ja, wo schauen wir lang? Dornen auch überall. Ja, ich denke mal zur Veranschaulichung reicht das. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Objekt, was ich euch zeigen möchte, wieder. Also das ist auf jeden Fall ein großes Gelände und an der Seite sind sogar Spaziergänger, wo man hier lang laufen kann. Das ist, glaube ich, auch den Weg, wo ich gerade lang gelaufen bin. Mit Hunde gehen halt hier Leute auch viel spazieren. Von da aus kann man das alles von der Seite sehr gut beobachten. Vielleicht hätte ich da sogar eine bessere Position gehabt. Ich überlege, ob da noch was ist. Ne, da ist noch was eingestürztes da. Ich dachte erst, da wäre so eine Art Bunker, aber ich glaube, das ist nur eingestürzt, ja. Ne, gut, sehen wir uns beim nächsten
Beat-Objekt wieder. So, wenn man versucht, verschiedenen Wegen zu folgen, dann landet man auch irgendwann an einem Sumpftümpel, so wie ich, und kommt nicht weiter. Aber überall findet sich hier doch, ich sag mal, noch Struktur. Da hinten sind verfallene Sachen. Hier sieht man auch Struktur. Ich bin jetzt aber noch unschlüssig, wie ich am besten langklehe. Man sieht ja auch die riesigen Pilze. Ich bin mir noch ganz unschlüssig, welchen Weg ich jetzt einschlagen soll. Ein Reh habe ich gerade auch gesehen. Sehr spannend auf jeden Fall hier. Und ja, ich werde euch jetzt nicht jeden einzelnen Stück Stein und Haufen Stein zeigen, aber wenn es dann noch große Anhäufungen sind, beziehungsweise ja, so wie hier zum Beispiel tatsächlich dann doch ein bisschen mehr Struktur haben, dann ja, zeige ich euch das Ganze noch. Genau. Selbst abseits der Wege, wo ich mich gerade bewege, hört man übrigens noch den Fluss die Partei. Und ich bin jetzt eigentlich irgendwie so ein Wildtierpfad, glaube ich, gefolgt. Gibt es hier so Tränke, auch Gebäudereste oder hier. Es gibt aber auch durchaus noch spannendere Sachen zu entdecken als sowas. Ich muss nur den richtigen Weg dafür finden. Boah, dass ich wieder auf den normalen Weg komme. Moment, irre ich jetzt gerade so ein bisschen in dem Wald umher. Mal schauen, wo ich dann als nächstes lande. So, auch hier haben wir wieder interessante Strukturen, also vor allem diese Fliesen. Das heißt, das hier werden definitiv Innenräume gewesen sein. So kann ich mir das gut vorstellen. Mit sogar kleinen Ausbuchtungen. Da hinten übrigens auch drin. Und es geht dann hier auch noch weiter, wie man sieht. Da gucken sogar noch Metallstrebe raus. Also es ist wirklich interessant, dass hier im ganzen Wald verteilt Gebäude sind. Und ich glaube, da drin war gerade ein Eichhörnchen unterwegs. Dahin sieht man auch noch mal wieder Steinreste. Es ist einfach ein riesiges Gelände, was man hier findet. Den Weg zum Weg habe ich übrigens immer noch nicht gefunden. Ich suche weiter. Auch hier haben wir wieder Strukturgangreste oder Gebäudereste. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, mal hier reinzuschauen in so einem Bereich. Das sind theoretisch, ging es nach unten. Ja, tatsächlich waren das so, ging das in Richtung Bunker eher oder unterirdisch. Vorhin waren da wahrscheinlich auch solche Zugänge zu diesen Sachen. Hier sieht man auch noch mal ein paar Ausläufer. Aufpassen hier mit den Insekten. Ja. Ich habe zwar einen Weg gefunden, aber das schien kein richtiger Weg zu sein. Mal gucken, was ich so noch finde. So, hier ist etwas, was wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, weil es tatsächlich auch unterirdische Gänge waren mal. Dazu mache ich die Alice-Box hier auch mal an. Wieder. Und da sind sogar Leute, die lachen. Die kommen da jetzt vorbei. Dann machen wir kurz Pause. So, die haben mich auf jeden Fall entdeckt. Ist aber nicht schlimm. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass da der Weg in der Nähe ist. Das ist schon mal gut. Aber hier sieht man halt richtig mehrere Räume. Versuchen wir da mal ein bisschen uns hier durchzuschauen. Das wird wahrscheinlich auch unterirdisch gewesen sein, weil hier haben wir dann die eine Außenwand und da dann die andere. Beziehungsweise dann auch hier. Und da haben wir dann wohl hier unterirdisch unsere Kammern gehabt, die sich bis da hinten erstrecken. Aber wie man sieht, ist hier schon jederhand Wildwuchs wieder fortgeschritten, was es schwierig macht, sich das wirklich ganz genau anzuschauen.
aber ich habe zumindest, wenn da Leute langgelaufen sind, einen Weg, auf den ich gleich wieder zurückgehen kann. Eventuell. Mal gucken. Ja, eventuell. Mal gucken. Ich werde mir auf jeden Fall noch so ein paar Sachen hier raussuchen. Genau. Weiter geht's. So, ich habe mich gegen den normalen Weg entschieden, weil ich das hier noch entdeckt habe. Tatsächlich auch irgendwie so ein etwas, was hochgebaut wurde, um irgendwas abzuhalten. Dann haben wir hier auf jeden Fall haufenweise Gänge. Alice-Box mache ich an. Hier ist sogar was gespannt. Ah, das soll das halten. Wahrscheinlich versucht hier jemand irgendwas zu bauen. Da auch. Haben wir auch Metall noch drin. Wahrscheinlich ziehen sich die Gänge auch durch den ganzen Wald verstreut. Da hinten sehe ich auch ein Stück Mauer. Das kann man jetzt so nicht erkennen. Ich weiß auch nicht, ob wir da so hinkommen. Müssen wir mal schauen. Da hinten ist Wand. Da hinten ist auch eine Wand. Ich will eigentlich gerne mal was richtig Interessantes hier finden. Die Sachen gibt es auch. Das habe ich auf Google-Bildern schon gesehen. Aber sogar. Aber bei meiner ersten Begehung habe ich noch nicht alles davon entdeckt. Ein paar Sachen schon, aber noch nicht alles. So, das heißt, wir gehen mal jetzt hier weiter. Entlang des Hauptweges. Und dadurch, dass die Vegetation noch nicht so weit ausgereift ist. Da hinten ist eine Wand. Ich glaube, die war auch entlang des Weges gewesen. Kann man hier gut durch den Wald schauen und diverse Sachen erkennen. Das macht es einfacher, alles, was hier so im Wald zu finden gibt, auch zu finden, zu entdecken. Boah. Ganz. Genau, hier sieht man richtig gut, dass da so eine Art Gang war. Leder. Was war das andere? Habe ich das richtig gehört? Opfer. Lederopfer. Ist jetzt die Frage, ob hier auch Leute zu Tode gekommen sind. Da haben wir auf jeden Fall auch größere Mauerreste. Da begeben wir uns mal hin und stolpern hier über diese weiteren Steinhaufen. Schraubenschlüssel. Ja, sowas, denke ich, kann man hier definitiv finden oder konnte man finden in einem Motorenwerk. Oh, was haben wir hier für eine Pflanze? Geschieden. So, da haben wir den Hauptweg erreicht. Und ja, ich glaube, den folgen wir dann auch einfach mal. Damit ich dann doch noch das eine oder andere richtig coole entdecke. Genau. Garantie. Garantie. Ja, garantiert finde ich dann noch das eine oder andere. Sehen wir uns dann gleich beim nächsten Objekt. Da drüben finden wir auch sogar eine richtige Fassade noch. Da will ich jetzt aber nicht näher rangehen. Das frisst ein bisschen viel Zeit. Ich habe eigentlich noch viel vor, hier drin zu sehen. Dementsprechend na, war das nur ein kurzer Anriss. Hier sieht man übrigens den normalen Wanderweg. Einen von vielen, den es hier gibt. Und wenn man hier lang geht, dann ja, kann man diverse Sachen entdecken. Da hinten ist auch noch ein Rest, aber ich glaube, hier ist auch ein Schießstand. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dazu gehört. Schwer zu sagen.
Hier sieht man auch Strukturmauerreste. Ja, da hinten ist auf jeden Fall die Wand vom Schießstand. Das kann man jetzt so nicht so gut erkennen, da hinten. Dahinter ist ein Schießstandgeländer, wo aber auch die Zäune noch alte Strukturen von früher sind. Die wurden dann einfach mit weiter genutzt. Ja. Recht interessante Wände, aber da kommen wir auch noch mal dran vorbei. Zeige ich euch auch noch mal kurz. Genau. Ja, gerade ausgemacht und dann sieht man hier auch noch mal eine Vertiefung, ein ja, Gebäudesilo, wie das aussieht oder mal war, mit Graffiti. Das ist auch noch sehr spannend. Ich glaube fast, dass dieses Silo, wo ich dann noch hin wollte, also es gibt ja noch so eine Art Bunkerbereich, der würde den Weg entlang folgen. Und ich glaube, da bin ich jetzt, gehe ich in die andere Richtung. Aber da kommen wir noch hin. Auch am Wanderweg entlang sieht man hier sehr schön ein riesiges Gelände, wo irgendwas war. Angefangen mit hier, dann sieht man da die Wand, dann hat man da in der Mitte auf jeden Fall was rausschauen. Hinten sind Wände und Strukturen, ne? Wo sind sie? Doch da, hier genau. Da sieht man auch noch Pfeiler und eine Wand. Da werde ich jetzt aber auch nicht reingehen. Aber es ist definitiv interessant. War ich doch auf dem richtigen Pfad. Ich hatte gedacht, das kam später. Hier haben wir noch ein relativ interessantes Gebäude. Machen wir die Alice-Box nochmal an. Wo man auch reingehen kann, das werde ich auch gleich einmal machen. Gucken wir aber erst nochmal. Roland. Der Name Roland. So, gucken wir mal von der Seite rein. Und wie gesagt, gehen wir gleich nochmal richtig rein. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann gehen wir das Ganze einmal so eine Trichterform. Ich weiß nicht, ob das ja so eine Art Gießerei mal war oder sowas in der Richtung. Irgendwas habe ich davon gelesen, was hier so sein könnte. Trichterförmig und dann hat man halt einen Eingang, wo es tiefer reingeht. Da hinten sieht man jetzt übrigens viel besser noch das Schießgelände. Brei. Brei? Oder Blei? Drei. Drei haben wir. So, jetzt muss ich mal umgreifen. So, dann schauen wir mal. Also hier war ich tatsächlich noch nicht drin. Das hatten wir letztes Mal nur von außen gesehen. Ich bin sicher. Ja, ich bin auch sicher. Hier war ich vorher noch nicht. Abfahrt. Oh, es geht noch weiter runter. Okay.
runter traue. Gucken wir erstmal noch rum. Tja, was auch immer das hier mal gewesen war. Aber es geht auf jeden Fall runter. Und hier auch. Das sieht eher aus wie so Spulen, wie Strom hier zuvor. Energiegenerator, irgendwas in der Richtung. Beitreten. Die Lampe flackert mir zu doll. Nicht, dass die mir auskommt, wenn ich da runtergehe. Ja, ich werde. Wobei, ist mir ein bisschen steil. Die Frage, was ich da noch zu finden vermag, außer Insekten. Aber doch, ich glaube, ich werde mal runter gucken. Ich habe jetzt keine Kopfstirnlampe, das wäre gut. Dann bis gleich. So, ich bin jetzt hier unten, wie man schön sieht. Die Alice hat, bevor ich runtergegangen bin, ausgespuckt. Furcht, ja, ich hatte Furcht davor, hier runter zu gehen. Und als ich hier unten war, kam enttäuscht. Und ja, ich hatte ein bisschen mehr erhofft, hat meine Gedanken ganz gut aufgefangen. Es riecht auf jeden Fall verbrannt. Wie man auch dem Holz entgegennehmen kann, hat es da hinten auch gebrannt. Und das war's. Das heißt, ich gehe wieder hoch. So, wir sind jetzt wieder draußen. Auf dem Weg nach draußen hatte mir die Alice-Box noch Grabhof. Und dann ausgespuckt, aber nicht im zeitlichen Zusammenhang. Ja, jetzt ist Papier, jetzt ist das Grabhof weg. Naja, wir ziehen jetzt weiter. Da hinten ist eigentlich dann nicht mehr so viel, wenn man da lang geht. Dementsprechend werden wir jetzt den Weg hier entlang gehen. Und ich mache die Alice-Box auf jeden Fall erstmal wieder aus. Ich habe auch fast das Gefühl, dass meine Taschenlampe langsam den Geist aufgibt. So wie sie geflackert hat. Das war mir nicht so ganz geheuer. Die habe ich auch schon eine Weile benutzt. Von daher ist es durchaus verständlich, wenn das passiert. So, irgendwo soll noch ein Weg hier entlang führen. Und da sieht man auf jeden Fall diese Mauerreste. Teilweise dann auch noch Türme an den Ecken. Mal gucken, ob man hier so lang kommt. Also an der Mauer entlang. Ja, komm, Mann. Sehr gut. Genau, da hinten sieht man so einen Turm. Und den hat man, glaube ich, an jeder Ecke. Da hinten ist auch einer. Und ja, hier hinten kommt man nicht rein. Hier ist, wie gesagt, der Schießstand. Und ja, wer will, kommt, klettert vielleicht rüber. Aber der Schießstand ist auf jeden Fall noch im Betrieb, beziehungsweise ein Schützenverein ist hier tätig. Dementsprechend würde ich keinem raten, jetzt hier irgendwie versuchen, da noch reinzugehen oder so. Dann sieht er sogar noch alte Laternen. Recht interessant. Ja, auf der anderen Seite hat man das auch noch. Oh, eine Unterführung für Tiere. Genau. Ich überlege, es gab hier noch ein Gebäude, was ein bisschen aussah wie, oder wo es auch einen Bunker hätte geben können. Ich bin mir aber nicht sicher. Der war, glaube ich, tatsächlich in einer anderen Richtung bei dem Weg, wo wir gerade herkommen. Ja.
große Käfer verfolgen mich. Ich hoffe nicht, dass die mit meiner schönen grünen Jack Wolfskin Jacke denken, ich wäre ein schönes Stückchen Wald. Ich glaube, da hatte ich vorhin schon ein Tier auf mich drauf gehabt, auf meiner braunen Jacke. So, da haben wir einen großen Tank. Und da haben wir auch noch irgendwelche Reste, das heißt, das schauen wir uns mal kurz an. Ja, hier führen wieder kleine, aber ich glaube, das sind eher Trampelpfade für Wildtiere. Richtig großer Tank. Und bei dem Holzding, keine Ahnung, was das mal gewesen sein soll. Da haben wir auf jeden Fall dieses riesige Gelände, was wir, nee, haben wir nicht. Das ist nochmal ein anderes Stückchen. Ich sehe, da hinten ist das riesige Gelände. Hier haben wir ja auch nochmal ein Gebäudebereich, der unterführt ist. Da war gerade ein Vogel weggeflogen. Aber ich sehe jetzt hier nichts weiter, was jetzt hier interessant wäre. Gehen wir dann mal weiter. Sehen wir uns mal so einen Turm aus der Nähe an. Man sieht, dass die Fenster eigentlich noch in relativ gutem Zustand da oben sind. Ja. Aber das war es auch. Also mehr hat man hier nicht. Man sieht auch noch die Punkte, wo der Stacheldraht dran ist. Da hinten sieht man Überwachungskamera, weil da bestimmt ein Zugang ist. Hier haben wir auch noch mal Strukturreste. Überall. Ganze Wald ist voll. Ich überlege gerade. Stopp. Freilaufende Hunde, Betriebsgelände. Ja. Post. Oh, das mit den Masten ist ein bisschen makaber. Ja. So, danach kommen wir schon zum nächsten Gelände. Das hatte ich auch vor Jahren schon mal gesehen. Also wie gesagt, ich bin ja hier schon mehrfach durchgegangen. Und habe diverse Sachen schon mal entdeckt, die ich euch zeige. Und wir bewegen uns jetzt gerade auf ein Haus zu. Ja, und das machen wir jetzt auch mal. Irgendwo hier an der Seite war noch ein Stück Mauer, wenn die noch steht. Sieht aktuell nicht ganz danach aus. Ich glaube, der Turm ist sogar noch ein bisschen größer als der hier hinten. Der hat nämlich zwei Fensteretagen und der hat noch oben was zum Draufstehen. Das sieht auch fast so aus, als wenn das... Wobei, nee, man wollte niemanden reinkommen lassen. Oh, hier sieht man sogar noch eine schöne Treppe. Und Mauerreste. Doch, ich glaube, da steht bestimmt gleich die Mauer noch. Ja. Da hinten sieht man eine ganze Fassade. Das gucken wir uns auch gleich auch nochmal von nahen an. Von einer Wand. Aber wir gehen erst einmal hier weiter. Das, also an der Seite hinten sind nämlich noch zwei Gebäude. Die gucken wir uns dann einmal an. Und hier ist theoretisch ein Gebäude. Aber das mit Achtung Videoüberwachung, das ist neu. Auch die Kamera da oben ist neu. Ja, das heißt jemand, da kann man noch einmal ringsrum fahren, gehen. Und das andere Ende zeige ich euch dann gleich einmal. Ich hatte erst gedacht, das wäre ein Lost Place, aber so, dass es jetzt in dem Sinne
mit Videokameras und neuen Schildern abgesichert ist, ist es das definitiv nicht mehr. Ist nur die Frage, wofür das ja geplant genutzt werden soll oder ob einfach jemand das Ding schützen möchte. Genau, Betreten verboten hat man hier überall. Und dann zeige ich euch gleich einmal noch die eine Seite. Ja, hier sind wir dann am Hauptzugang des Tores. Auch hier sind die Schilder neu. Ich überlege nur, ob hier auch Videokameras aufgestellt sind. Ja, waren vorher alles nicht. Hier sieht man auch noch ein Tor zu dem anderen Gelände, was wahrscheinlich auch großraumig nicht so ganz genutzt wird. Wir gehen mal hier einmal runter. Man sieht, kann ja übrigens hier einmal mal reinschauen, dass hier wirklich vieles ja, eingerissen ist. Und ich meine fast, so stark eingerissen war das noch nicht, wo ich das letzte Mal vor mindestens 2 Jahren hier war. Genau. Man sieht auch tatsächlich, dieses Schloss, was jetzt hier ist, ist deutlich verstärkt. Das war auch vorher andersrum. Ja, Dämon, das Schild, das war vorher auch dran. Aber, ja, ich weiß gar nicht, gibt es hier eine Klingel? Nee, weil da steht Ring, Audio, Video. Aber, ja, war auf jeden Fall früher mal ein Lost Place. Es gab, glaube ich, bestimmt im Zaun mal Zugänge, wo man hätte durchkriechen können. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ja, ich sowas nicht mache. Wenn eindeutig, nicht ganz eindeutig ist, ob das ein Lost Place ist oder nicht. Und damals gab es zumindest dieses abgeschlossene Tor schon. Dass es jetzt aber so zugemacht wurde, ist wie gesagt neu. Ich weiß nicht, ob da zwischenzeitlich was vorgefallen war. Oder es zu viele Interessenten gab. Ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier noch Gebäude, die wir uns anschauen können. Da hat sich meine Frau mal einen Nagel in den Schuh geholt. Glücklicherweise ging der nicht ganz durch. Ja, hier könnte man vielleicht hochklettern. Machen wir nicht. Aber man kann auf jeden Fall reingehen und lassen hier auch noch mal die Alice-Box ein bisschen laufen. Gucken, was so kommt. Also, dass der Ast hier durchgekommen ist, ist neu. Das war vorher noch nicht. Ja, aber auch haufenweise Mücken. Ein alter Kamin. Ofen. Sprühdosen. Western? Western. Nee, Western. Obwohl, das befindet sich jetzt im Westen vom Wald. Das könnte passen, aber ansonsten haben wir hier kein Western. Ja, und hier ist, ich glaube, auch noch mehr eingestürzt als letztes Mal. Sehr viele Reifen. Auch der Besitzer von dem Haus da eben, der hatte auch sehr viele Reifen zu liegen. Edda. Edda. Hier sieht man übrigens auch noch mal schön Aufhäufung von Steinen, wo bestimmt mal Struktur war. Da vorne ist dann übrigens der Eingang zu dem Schützenverein, der offizielle. Hier sieht man auf jeden Fall auch noch Pfähle, wo mal ein Zaun war. Das heißt, das Ding war hier auf jeden Fall auch mal umzäunt. Aber auch vor 2-3 Jahren war es das schon nicht mehr gegeben. Und dann haben wir hier auch eine Halle. Nachtzeit. Nachtzeit sammeln. Und sammeln. Nachtzeit und sammeln. Na gut, machen wir Alice Box wieder aus, weil wir gehen jetzt wieder auf den Weg und stolpern erstmal über die Türverklinkung und dann ja, gehen wir in die andere Richtung. Weil hier hinten ist dann nachher nur ein
Altenpflegeheim, weswegen hier dann auch auf jeden Fall sehr gerne viele spazieren sind. Ja, und das war's dann in die Richtung. Genau, dann sehen wir uns gleich bei dieser Wand wieder, die ich euch noch zeigen wollte. So, dann nähern wir uns dieser schönen Wand, dieser Hauswand. Die steht schon ewig da und steht auch immer noch da. Ja, wovon es ein Rest ist, kann man nur ahnen, aber es steht auf jeden Fall noch. Das heißt, das hier wird außen gewesen sein, vermute ich. Und das hier innen, bezüglich der Fliesen. Ja. Genau. Gehen wir wieder zum Weg und da haben wir weiterhin, ja, wir umrunden dann quasi noch dieses Haus, was nicht betretbar ist, was wirklich schade ist. Ich wäre fast geneigt, sogar mal anzufragen, ob man da irgendwie das mal aufnehmen kann, aber hier gibt es nirgendwo einen Briefkasten oder sonstiges. Das Gelände ist zu interessant und zu groß. Und so unbeschadet, so unberührt, weil es halt die Zäune hat. Das wäre nur interessant. Aber ich habe auf diesem Grundstück noch nie jemanden gesehen. Aber wie auch diese Schilder, die jetzt angebracht wurden, sind definitiv neu. Holz wird hier auf jeden Fall auch gelagert oder wurde. Ja, genau, hier ist der Eingang und hier wurden auf jeden Fall Holzarbeiten gemacht. Ich glaube, hier ist somit auch ein Haupteingang. Genau, in der Kette. Und hier hinten ist dann auch noch mal ein Eingang, aber der ist zugestellt. Und dann ist das ringsrum umzäunt. Altes Auto. Ich glaube, stand auch noch mehr Autos, mehr Sachen rum. Die wurden dann etwas zusammen geschoben, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Genau. Mal hier. Aber er hat auch keinen Briefkasten oder sowas. Das hätte mich durchaus interessiert. Aber vielleicht bei irgendeinem Spaziergang findet man noch jemanden. Übrigens, da hinten ist dann der Weg, wo ich hergekommen bin. Da vorne, wo es ein bisschen hell auf dem Boden ist, da ist dann noch die Brücke. Aber wir haben noch nicht alles gesehen. Wir haben noch nicht alles gesehen. Das ist jetzt ja, auf jeden Fall die obere Hälfte des Waldes. Und ja, da sieht man auf jeden Fall auch, ja, Gänge, würde ich jetzt sagen. Also so Steinfragmente, die man als Gänge nutzen könnte im Boden. Hier wieder Steinreste, Strukturreste zu Haufen. Also vor allen Dingen bei Tag und wenn es noch nicht so bewuchert ist, kann ich nur wiederholen, erkennt man das hier wirklich alles super. Ja. Genau. Dann sehen wir uns ja beim nächsten Sehenswerten wieder. Ein kleines Stückchen weiter runter den Weg zur linken Seite sieht man hier wieder Strukturreste, aber auch eigentlich eine riesengroße Vertiefung im Boden. Die zeigt, dass hier auch ein größeres Gebäude mal gestanden haben muss. Das kann man eigentlich immer ganz gut erkennen, wenn es, wie gesagt, diese Vertiefung gibt im Wald. Davon haben wir später auch noch einige, wo wir wirklich sehen, dass da mal irgendwas war. Oder was eingeschlagen ist, wie auch immer. So, ich bin jetzt beim Fluss angelangt. Bin dann wieder dieselbe Abzweigung wie vorher, nur diesmal auf der anderen Seite des Flusses.
Und dann bin ich tatsächlich an einen Punkt gekommen, wo ja auch sehr viel Struktur ist, was aber hier, wie man sieht, ganz unter Wasser steht. Auch gibt es hier solche Röhren, wo es wahrscheinlich runtergegangen wäre. Ist jetzt aber alles verschüttet. Auch da sieht man kleine Schächte. Und ja, wie gesagt, hier steht alles unter Wasser. Auch da hinten, das zieht sich ganz schön weit. Das war auch etwas, was ich vorher so noch nicht gesehen hatte. Dinge. Auch hier sieht es ein bisschen hier unter Wasser aus. Ich überlege, wie ich jetzt hier am besten lang gehe. Ich weiß, man könnte natürlich auch einfache Wege gehen. Aber nein, ich muss ja hier querfeldein durch die Sträucher gehen. Da sieht man auch die Mauerreste. Hätte ich meine Frau mitgenommen, hätte sie spätestens, glaube ich, als ich durch das Waldstück vorhin schon durch bin, gesagt, nein, danke, nicht mit mir. Verständlich. Sieht auf jeden Fall aus wie Wildschweinspuren, könnte man meinen. Ja, es gibt auf jeden Fall einen Ort, der hier auf der Seite noch ist, den ich noch finden möchte. Nämlich da, wo ein ansatzweise Freiheit. Wo es nämlich so aussah, als wäre da tatsächlich ein Bunker. Der befindet sich auch in der Nähe eines Weges, meine ich. Und den hatte ich auf jeden Fall schon mal entdeckt. Ich hoffe nur, ich entdecke ihn wieder. Ja, aufpassen. Hier schien vielleicht auch mal ein Gang zu sein, wo jetzt einfach nur noch Wasser lang läuft. Sorgen. Ich habe gerade keine Sorgen. Nacht. Aber vielleicht gab es hier mal Sorgen. So, ist die Frage, wie ich irgendwie dann auf den Weg komme. Ich würde fast mal sagen, ich gehe jetzt hier rüber, weil da ist dann auch wieder dicht, aber hier scheint stabil zu sein. Und drüber bin ich. Küche und Kind. Küche und Kind. Also ich habe auf jeden Fall Hunger. Ob es hier irgendwo eine Küche gab, das mag ich fast zu bezweifeln. Wobei natürlich jedes Büro hat irgendwo eine Küche. Aber wir hatten auf jeden Fall riesige Steine. Riesige Steine. Sonst hatten wir immer diese kleinen Strukturen. Hier haben wir eher das größere. Ich bin tatsächlich ein bisschen unbeholfen, wo ich hier am besten lang gehe. Computer. Ich habe noch nichts in der Richtung hier gesehen. Der Ast hängt auch nur so lose da. Carmen. Boah.
Oh Gott. Ach, da ist übrigens der Weg. Sehr gut. Ich glaube, dann begeben wir uns mal auf den Weg. Weil ich meine, entlang dieses Weges war das zu finden, was ich suche. Erstmal hinkommen. Oh, auch noch ein Stehen, aber überall die Mücken. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut erkennt. Also wer das Places erkundet. Oh, wir haben hier eine Pfanne. Vielleicht gab es ja doch mal eine Küche. Und Eri. So, wir sind auf dem Hauptweg. Machst du das LS-Box mal wieder aus? Ich möchte ja keine Leute verschrecken. So. Das ist übrigens die zweite Abzweigung. Da gab es noch einen Weg, der weiter hochging und dann später rum. Wir gehen jetzt hier nochmal lang. Da kommen wir nachher übrigens dann auch auf den zu diesem, ja doch, auf dem Weg, wo wir vorhin rauskamen. Wie gesagt, ich suche noch ein bunkerartiges Gebilde. Da haben wir übrigens auch nochmal Struktur, Ruin, aber nichts Besonderes. Ich melde mich wieder, wenn ich das gefunden habe, was ich suche. Aber hier sehen wir auch schon überflutete Anlagen, Reste. Auch da geht es weiter. Aber mal schauen. So, das habe ich eigentlich gesucht. Das hat man vorhin schon mal gesehen, fällt mir auf. Weil diese blaue Schrift da oben, die kommt mir bekannt vor. Da waren wir nämlich da hinten irgendwo im Waldstück und da waren hier die Damen vorbeigewandert. Ja, wäre ich mal anders, hätte ich sofort entdeckt. Gucken wir mal, was wir da so entdecken. Das letzte Mal, Schmetterling, ist nicht gefährlich. Waren ja auch zahlreiche Mücken und die Bäume, die waren ja auch noch nicht runtergefallen. Ja, nichts hat man hier. Wobei, hier gibt es eine Unterführung, aber das ist alles zugeschüttet und hier gäbe es vielleicht einen Abstieg, der ist aber auch zugeschüttet. Ich hätte gedacht, hier irgendwo gab es hier, glaube ich, auch mal so einen richtigen Bunkereingang, aber dann habe ich den noch nicht gefunden. Ja, man sieht ja auch noch Metallreste, aber auch Flaschen, alte Flaschen, Gläser. Ja, genau. Dann gehen wir jetzt wieder Richtung Flussbrücke und gehen dann mal in die andere Richtung. Da kriege ich auch noch ein bisschen was zu sehen. Ja, bis gleich. So, jetzt sind wir auch in einem Bereich, wo ich vorher noch nicht drin war. Mal gucken, ob man das alles begehen kann, weil ich sehe schon, dass da Gänge sind. Ich mache jetzt auch die LS-Box nochmal wieder an. Und schauen wir mal, was wir hier so finden und ob das überhaupt begehbar ist oder ob das unterflutet ist. Wow, es geht hier auf jeden Fall tief runter. Ob ich da runterkomme? Gute Frage. Da glaube ich, von der Seite. Sieht es so aus. Jetzt würde man da runterkommen, ja. Da liegt auch irgendwas. Kleines Schildchen. Was haben wir? Kabel und Art. Kabelart. Noch sehe ich kein Kabel. Was haben wir hier? Kanalratte. Ein Formations.
Zettel über Kanalratte liegt hier. Okay. Kanäle habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Aber auch noch keine Ratte. Einfrieren. Einfrieren. Symbole. Symbole. Einfrieren, Symbole. Wow. Also das ist auf jeden Fall riesig. Ist die Frage, ob das über mehrere Etagen ging oder nur über eine. Auf jeden Fall. Oh. Wow. Ist hier wirklich die Frage, wie tief das auch noch hier reingeht. Mal schauen. Oh, ne, nicht sehr weit, nur ganz kurz. Okay. Weiter im Text. Reifen. Ah, ist wirklich die Frage. Sechs. Ist sehr kühl auf jeden Fall hier unten. Es riecht auch ein bisschen merkwürdig. Schwer zu sagen, wonach das riecht. Auf jeden Fall war das wohl eine Decke, die eingestürzt ist. Also war das wohl mal eine Halle. Vertrauen, ja. Prediger. Und Prediger. Vorsicht, Rattengift ausgelegt. Ablagern vom Müll und Schutt verboten. Okay. Vielleicht riecht auch dieses Rattengift hier so. Kanalratten. Vielleicht gab es hier Kanäle, wo diese Ratten lang sind. Also sollte man vielleicht hier nicht nachts lang gehen. Oder das Schild ist noch von viel früher. Aber das sieht eigentlich noch relativ neu aus. Ja. Na, bei den Löchern hier überall, wer weiß, wo da überall sich hier Ratten lang tummeln. Ich sehe gerade noch nichts an Gift, aber könnte danach riechen. Das riecht, wie gesagt, nämlich ein bisschen komisch, kann ich so nicht definieren. Wirtschaft. Wirtschaft. Oh Gott. Also wer sich diese Wald Lost Place genauer anschauen möchte, der muss auf jeden Fall viel Energie mit sich bringen und Lust zum Wandern haben und Klettern und alles drum und dran. Ja, sind wir wieder draußen. Mal gucken, was ich noch so finde. Und dann sehen wir uns wieder. Die Stelle habe ich eigentlich gefunden, jetzt, obwohl ich eigentlich auf dem Rückweg war. Aber wir haben hier noch diverse, ja, Reste vom Metall. Da hinten ist übrigens auch nochmal ein ganzes Stückchen Struktur. Da hinten glaube ich auch. Also wie gesagt, man kann hier durchlaufen und so viel finden. Bei Tage und bei Nicht-Schnee. Ich werde diese Stelle irgendwo im Video nochmal einbauen. Genau. Mitten am Fluss kann man es hier ganz gut sehen. So, ja, eine Sirene läuft gerade, aber ist relativ egal. Eine Warn-App oder sowas kommt jetzt nicht. Wer weiß, warum das läuft. Wir haben auf jeden Fall hier wieder Gebäudeansätze, Strukturen, auch Platten.
vermehrt. Wir finden uns jetzt auch weiter im südlicheren Teil des Waldes. Wenn wir jetzt hier sogar mal lang gehen, gibt mal eine schöne Platte, wo man raufgehen kann. Ja, sieht man hier zum Beispiel noch Eisenstangen, die rausschauen. Aber auch ja, mehrere Löcher, wo ja auch Eisenstangen rauskommen. Da sind Löcher, Vertiefung. Das zieht sich hier komplett durch den Wald durch. Da auch Löcher mit Eisenstangen. Überall Platten. Erhöhung. Die sind jetzt hier übrigens im südlichen Bereich auch sehr viel. Und ich bin jetzt auch langsam kaputt vom Wald. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Hier sieht man auch schön, dass es eine Wand war. Darum, ja, also mehr sehr viel Besonderes mehr zu sehen gibt es nämlich, glaube ich, dann auch nicht. Es gibt bestimmt noch die ein oder andere Sache, die ich hier nicht entdeckt habe. Aber ja, da müsste man ja wirklich jeden Stein umdrehen, glaube ich, um alles zu finden. Ich glaube, vor allen Dingen im nördlichen Bereich habe ich noch das ein oder andere übersehen. Aber ja, wenn man hier so durchgeht, kann man auch mal das ein oder andere sehen. Hier sieht man auch, dass eine größere Kuhle war. Ich glaube, hier war ich das letzte Mal auch noch nicht. Und Mauerreste oder Strukturreste. Da hinten steht auch noch ein Stück Mauer. Das zieht sich hier überall so durch. Wobei. Sieht interessant aus. Gibt es einfach viel zu viele Ansätze, wo es was zu sehen geben könnte. Ist auch nur Unterstand. Gestolpert fast. Da. Ja, da wollte ich erst hin, aber das sieht relativ normal aus. Ja, hier muss man auf jeden Fall aufpassen mit den ganzen Schlingpflanzen und Spinnen, die auf dem Boden rumkrabbeln. Ich gehe mal wieder hoch. Ja, hier sieht man auch noch Mauerreste mit Metallstreben drin. Teilverankerung. Wenn man nur eine Hand frei hat, gar nicht so einfach hier entlang zu gehen. Hier sieht man auf jeden Fall auch eine andere Bodenbeschaffenheit als der Waldboden. Ja, wer von den Autonormalspaziergängern geht schon querfeldein. Wie gesagt, ich bin jetzt ziemlich fertig, muss ich zugeben. Wirklich ziemlich fertig mit den Nerven. Nee, nicht mit den Nerven, aber ich bin ziemlich außer Puste. Oh, das sieht, glaube ich, auch interessant aus. Ja, man sieht halt am meisten. Also hier sieht man auf jeden Fall Wildspuren. Und da, das hatte ich so auch noch nicht entdeckt, sieht man auch Gebäudestrukturen. Da werde ich gleich mal dran vorbeigehen. Es kratzt nur gerade ein bisschen.
im Schuh. So. Auch hier wieder Strukturreste. Ich hatte gehofft, noch irgendwie einen Bunkerzugang zu finden, aber es gibt bestimmt auch noch irgendwo einen, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass die Sachen, die ich hier euch zeige, trotzdem interessant sind. Das hat eine interessante Struktur, das eine hier, deswegen gehen wir da mal hin. Okay. Ja, wie gehen wir jetzt am besten vor? Ich würde mal sagen, hier lang. Auch wieder nur Eisen mit Metall. Ziemlich große Blöcke. Ja, mitten im Wald befinde ich mich jetzt. Ich werde jetzt den Weg wieder raussuchen. Wie gesagt, ich habe vielleicht nicht alles entdeckt, aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein paar interessante Sachen des Waldes zeigen. Und ja, kann euch nur ermutigen, auch mal durch den Wald zu gehen, Augen offen zu halten, das eine oder andere begutachten. Vielleicht sieht man noch was Interessantes. Und ja, wenn euch das Format mit den zugeschnittenen Passagen gefällt, dann lasst es mich doch wissen, damit ich sowas in Zukunft vielleicht auch öfters machen kann. Ja, und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten oder einem anderen Video wieder. Und ich versuche jetzt erstmal rauszukommen. Ciao!